Ja, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu diesem Let's Play. Ja, der Schmuggler. Klassenquest des Schmugglers haben wir hier immer noch im Laufen. Das wird auch noch eine Zeit lang gehen. Wir haben erst ein paar Folgen hier aufgenommen. Das wird sich also noch ein bisschen hinziehen. Hinziehen hört sich ja doof an. Also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis wir durch sind. Freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sehr schön, Dankeschön. Und ich sage es jetzt auch schon mal vorab. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr was in die Kommentare reinschreiben würdet oder mal einfach mal was Daumen hoch, das würde mich drüber freuen. So, wo sind wir jetzt hier stehen geblieben? Wir sind auf Narshada. So, Corso möchte mit uns reden, aber da habe ich jetzt nicht unbedingt so die Lust zu. Dann lassen wir mal. Was war unsere Aufgabe gewesen? Sprich mit Lazai. Den müssen wir jetzt mal suchen. Laborarbeit. Okay, ich denke mal, wir können auch hier unser Gefährt nehmen, beziehungsweise unser Reit hier. Und ja, wir müssen wohl erst einmal zum Taxi. Auf jeden. Da gehen wir ganz stark von aus. Und der Taxi war gleich hier irgendwo um die Ecke gewesen. Warte mal, das müsste der gewesen sein, ne? Vermute ich aber mal jetzt. Ja, wir sind richtig. Sehr fein, sich. Oh, wir haben Post. Mal nachgucken. Agent Suganti. Ich gratuliere dir. Dankeschön. So, wo müssen wir jetzt hin? Ah, hier. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ja, dankeschön. Den werden wir haben. Mehr oder weniger sicher, nicht? Ah, ich liebe diese Bling-Bling-Welt. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ja, wer weiß, wie die Leute denken, die tatsächlich in so einer Welt leben müssen. Die denken dann auch mal, oh Scheiße, keine Bäume, keine Wälder, Kacke. Würde ich doch mal 500 Jahre früher leben oder so ungefähr. Und wir stellen uns das genau andersrum vor. Wir sagen zum Beispiel, oh, in 500 Jahren leben, wer weiß, was alles möglich ist. Ne? Ja, so ist es dann. Netzzugriff Schattenstadt in der haben wir entdeckt. Da sind wir erstmal orientieren wir uns jetzt hier. Wir müssen, guckt euch das an. Wir müssen komplett durch die ganze Map durch. Hier komplett plop 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 plop. Ich werde wohl nicht drum herum kommen und ab und zu mal die Map aufmachen müssen, damit wir uns hier nicht komplett verreiten. Verreiten, was für ein Wort. Ja, besser ist das. Gucken wir mal, wie wir hier durchkommen hier. Bis jetzt ist ja noch alles friedlich. Und keine Gegner. Ich denke mal, das wird sich jetzt hier gleich ändern. Jo, hier geht's los. Echt? Das kann doch nicht sein. Da. Besser? Ich mach das mal so, so gefällt mir das besser. Ja, schreib mal weiter hier. Sie hätten mich ja auch in Ruhe lassen können, aber nein. Warte mal, wir müssen jetzt noch ein Stück geradeaus und dann müssen wir... Hallo, nicht nochmal Map, hallo. Abbiegen, nach rechts. Okay. Dann versuchen wir mal so. Und so. Und es ist schief gegangen. Das wird schon. Fass es nicht. Jetzt sind da hinten noch. Ach, jetzt haben wir den auch im Arsch. Hm.
Hallo? Mein, das gibt's doch gar nicht hier. Jetzt den noch hier. So, haben wir's. Corso, du bist schuld. Einer muss jetzt Schuld haben. Okay. Ich vermute mal in die... Wir reiten mal hier lang, das sieht gut aus. Die Gefängnistiefen. So, ich gucke jetzt mal erstmal, ob wir hier noch richtig sind. Oh, guck an, wir müssen jetzt dahin. Ich glaube, hier müssen wir durchkämpfen. Weil... Ja, ist so. Da kommen wir so nicht durch. Noch nicht abkürzen sollte. Da geht es einen Weg runter, aber wir kommen auf der Seite nicht wieder hoch. Das ist das Problem. Und wir müssen jetzt... komm, wir holen jetzt einfach den Dicken. Lass ihn mal rankommen hier. Wo schießt er denn hin? Hallo, der Gegner ist dahinter. So einsammeln. Sehr schön. Vielleicht kommen wir die so vorbei. Mal schauen. Ah, natürlich nicht. Schubsen können wir nicht oder so, ne? Ist nur ausweichen. Ja gut, okay. Schade. So. Sehr schön. Das müsste helfen. Kommen die denn so vorbei? Ist nicht euer Ernst oder so, echt? Treffe ich die nicht oder? Das war wahrscheinlich nicht einsehbar gewesen. Okay, hier, Corso, sammeln wir ein, können wir verkaufen. Sehr fein. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Es ist praktisch fast nur noch geradeaus. Da komme ich durch. Ach, die haben uns schon gesehen, echt? Das gibt's doch gar nicht. Corso einsammeln. Sehr schön.
So, wir müssen da rein. Da ist die grüne Wand. Seht ihr das? Da müssen wir durch. Wir nehmen jetzt aber mal die Mitte. Hallo Jungs. Danke. Habt ihr noch was für mich? Jo. Das wird schon wieder. Ein intelligenter Verbiter. Verbiter, wie die Dinger heißen. Ah ja. Hat sich gleich ausgespielt mit seiner Intelligenz. Autsch, bist du auf mich zu hauen? Hallo? So, warte mal. Wo müssen wir jetzt hin? Hier einmal komplett durch, haben wir einen Bonus. Ah, okay. Ganz durch. Davon sollen wir insgesamt 6 eliminieren. Dann machen wir es mal eben. Der nimmt mir hier meine absolut meine Kraft hier, dieses Mistding von ein. Ich habe hier meinen gelben Balken hier unten. Das ist ja meine Power sozusagen. Und der zieht mir die komplett einmal plupp leer und schon kann ich nicht mehr kämpfen. Arschgesicht. Echt. Dann machen wir das jetzt anders. Wir sind ja nicht doof. Warte mal, wo ist denn Wich eigentlich? Da lang. So. Corso. Du machst den ersten Schuss und geht erstmal auf dich los. So. Bam. Da zack, meine ganze Energie weg. Hat wohl nicht geklappt. Nochmal, Corso, du als erstes. Dann greif das Viech uns mal an. Sehr schön. Schieß doch. Der hat irgendwie eine größere Reichweite oder so. Also diese Viecher hasse ich jetzt schon mal. wir sind fast da. Geh mal näher ran. So. Irgendwann muss ja mal die Reichweite von den Viechern aufhören. Ja, das Problem ist, dass wir nehmen die kleinen beschäftigt war. Egal. Nervig. Mir fehlt einer zum Bonus und das war's jetzt, oder was? Oh, echt, Leute. Zurück. Das ist natürlich ärgerlich.
dass man wegen dem extra nochmal wieder zurück muss. So. Und jetzt kommt Corso hinterher. So, greift ihn jetzt mal an. Das hat ihn jetzt mal wieder betäubt und es passiert mal wieder nichts. Ach du Scheiß. Ah, jetzt. Jetzt gucken wir mal, ob das jetzt... Aus der Reichweite, seht ihr das? Schon klappt es. Mistviecher, echt. So. Das wird schon wieder. Meine wunderschönen Kinder. Ihr habt sie alle umgebracht. Warum? Ihr habt etwas, das Droga dem Hutten gehört. Bitte, tötet mich! Captain, das ist die Frau aus der Holo, Momi Andrell. Was hat dieser kranke Dreckskerl mit ihr gemacht? Lazai hat mich für Experimente benutzt. Hat schreckliche Dinge getan. Ich sterbe. Er wird dafür bezahlen, was er euch angetan hat. Rache ist für mich nicht von Bedeutung. Lasst ihm diese wundervolle Kreatur nicht. Er ist wahnsinnig. Ruhe, Testsubjekt. Der Shanyaru ist von unschätzbarem Wert für meine Forschung. Ich brauche ihn. Es gibt Anzeichen, dass die Spezies Verstand entwickelt. Ich muss ihre Geheimnisse entdecken, um die perfekte Lebensform zu entwickeln. Sklaven! Er will Sklaven erschaffen! Intelligente Tiere, die komplexe Befehle verstehen und mehrschrittige Anweisungen ausführen. Was die Käufer dann mit ihnen machen, ist ihre Sache. Warum habt ihr Experimente an dieser armen Frau durchgeführt? Ich wollte nicht meine Kinder dafür hergeben. Ich habe kein Verlangen danach, mich mit Droga oder seinen Leuten zu streiten. Ich habe genetische Proben des Shanyarus entnommen. Das muss reichen. Der Bestienkäfig ist ein programmierbarer Repulsorlift. Ich werde ihn unverzüglich zu Droga schicken. Droga will den Shanyaru doch nur, damit er die letzten Exemplare einer Spezies essen kann. Und der Hutte wird diese Mahlzeit bereits in Kürze einnehmen können. Es gibt keinen Grund für weitere Gewalt. So wie ich es sehe, verdiene ich etwas für die ganze investierte Zeit und Mühe. Ich habe Drogas Bestie unversehrt zurückgegeben. Was wollt ihr noch? Die genetischen Proben des Shanyarus sind die einzige Möglichkeit, die Spezies zu retten. Holt sie euch von Lazai! Moment! Ich zahle jeden Preis, um diese Proben zu behalten. Lasst mich in Frieden, damit ich meine Forschung vollenden kann. Ihr seid ausgestorben, Wahnsinniger. Nein! Stopp! Mein Verstand ist zu wertvoll. Danke. Bringt die genetische Probe zum Senatsgebäude auf Coruscant. Ein Forscher namens Daruda kann den Shanyaru klonen und die Spezies so wiederbeleben. Das soll mein Erbe sein. Lazai hat mich mit grauenhaften Krankheiten infiziert. Sie sind unheilbar. Die Schmerzen sind schrecklich. So will ich nicht weiterleben. Bitte tötet mich! Wie ihr wünscht. Also verschwendete Munition, das wäre es echt zu hart. Das machen wir nicht. Gut, Hauptsache ich kann diesen Ort verlassen. Danke. Ja, Corso war dagegen gewesen jetzt, nicht? Aber ich habe sie nun mal halt befreit, genau ihren Wunsch entsprechend gehandelt.